Oh, das Ding schwer. Ja, hallo zum neuen Video. Wir machen heute Geschnetzeltes mit frischem Gemüse von der Barbecue-Disc. Da habe ich sie gerade hingelegt. Bevor wir irgendwas drin machen, schauen wir uns das Ding jetzt erst einmal an. Ja, nach Feierabend ist es halt so, dass man etwas stottert. Und tun Sie dann gleich aufbauen und anfeuern, einbrennen, ja, und zwischendrin einmal damit anfangen, alles herzurichten. Aber jetzt schauen wir sie uns, geht es schon wieder los, schauen wir sie uns an. Warum soll ich das rausschneiden? Habt ihr wenigstens was zu lachen? Barbecue-Disc, Feuerplatte. Im Prinzip Feuerplatte. Warum noch eine? Ja, ganz einfach. Erstens ist haben besser als brauchen. Und zweitens werdet ihr gleich sehen. Und drittens, wir brauchen Kapazitäten für Grillen mit Freunden. Weil da wandern sämtliche Feuerplatten mit, wo ich habe. Ja, jawohl, zuallererst kommt unsere schön verstellbare Aufsatz entgegen. Ja, sehr schön. So, und da ja mal die Schrauben reinwuchten. Die Anleitung lese ich hinterher. Da kann man übrigens auch den Wok-Einsatz reintun. Ja, schön beschrieben. Mann, da muss ich ja tatsächlich noch hintergehen und eine Wasserwaage holen. Also wie gesagt, an den Schrauben können wir die Platte nachher höhenverstellen und ausrichten, dass sie genau waagrecht plan im Wasser ist. Das werden wir dann auch gleich machen. Und jetzt kommen wir zu der Platte selber. Heiliges Blechle. Da geht's auf. Jetzt habe ich es gefunden. Ja, Freunde, die Moesta Barbecue Disc ist aus Guss. Wir haben sozusagen eine monströse Griddle Plate. Und das finde ich nämlich richtig geil. Ja, dann tue ich mal die andere Feuerplatte vom Grill runter und dann legen wir die drauf. So, erst einmal die alte Asche weg. Ihr wisst ja, mein verstärktes Untergestell. Ich glaube, das wird ein Video nur mit Stotterern. Egal, ist heute so. Ah, ja, ja. So. Schön ausrichten, schön mittig. Also, die Dinger sind mal richtig schön angepasst für den Kugelgrill. Liegt richtig gut drauf, kann man natürlich auch auf eine Feuertonne draufpacken, das Ganze. Ups, da müssen wir die Feuerplatte dementsprechend auch ausrichten, dass die drei Löcher genau in den Aussparungen drin sind hier. Passt. So. Und dann können wir uns schon eine Wasserwaage holen und die Platte ausrichten, dass die genau im Wasser steht. Das mache ich jetzt auch.
So, Freunde, ausrichten tun wir das Ganze jetzt mit einer Original-Wasserlatte. Ihr glaubt nicht, dass das eine Wasserlatte ist. Hier steht's drauf, Wasserlatte. So. Und. Ganz hundertprozentig nicht unbedingt, aber das reicht jetzt vollkommen aus. Ich werde jetzt den Grill erst einmal mit Billigkohlen komplett voll machen. Oder was heißt komplett voll machen? So, alles an Kohlen, was ich für andere Sachen nicht gern verwende. So, hier rumliegen, kommt da jetzt rein, dass wir die Platte gleich einmal ringsrum ordentlich anfeuern können. Boah. Warum? Na klar, zum Einbrennen. Und nachher werden wir dann eh nur in der Mitte ein Feuerchen haben. Aber jetzt erstmal wirklich schön ringsrum. So, die kann von mir aus auch weg. Ihr erinnert euch vielleicht an das Video mit Kohlen schneller anfeuern. Einfach eine Holzkohle noch zusätzlich mit rein. Die brennt am schnellsten an. So, die Asche wieder runter. In die Mitte ein paar Anlunser rein. Na hallihallo, Patricia. Dann können wir unseren Yoshi hier anfeuern. Weil so brisant haben wir es heute nicht. Und erst einmal schön aufheizen und einbrennen lassen. Und natürlich gleich das erste Mal einölen. Kommen bestimmt dann wieder die Kommentare, wird sauber gemacht. Ey, so oft wie ich das jetzt abreibe wieder, ist das Ding hinterher sauber gemacht. Punkt. Und wir wollen ja zuerst einmal eine ordentliche Patina drauf haben. Also ihr seht, es geht schon ein bisschen was runter. Das meinte ich eben, dass es hinterher schon sauber gemacht ist, wenn ich mit dem Einbrennen fertig bin. Stinkt. Ruhe da hinten auf den billigen Plätzen. Jetzt habe ich selber den Fehler gemacht, was ich ja anderen auch schon gepredigt habe. Ziemlich raues Gusseisen, Zewa, drüber reiben, bilden sich natürlich gleich extremste Fussel. Aber naja, gut, kann man ja wieder wegwischen. Hauptsache erstmal ordentlich eingeölt. So, Freunde, und so brennen wir jetzt die Platte erst einmal ordentlich ein, lassen die Kohlen ordentlich durchfeuern, immer wieder einreiben mit Öl, bis wir soweit zufrieden sind, dass wir sie verwenden können. In der Zwischenzeit gehen wir auf alle Fälle rein und kümmern uns mal ja um das Fleisch und das Gemüse. Sagte ich eigentlich, dass es Geschnetzeltes mit frischem Gemüse gibt? Keine Ahnung, jetzt habe ich es auf alle Fälle gesagt. Bis gleich. Nochmal fett drüber geölt, ein bisschen Holz reingeschmissen und jetzt gehen wir rein. So Leute, wir haben hier jetzt Geschnetzeltes vom Rind und vom Schwein, ca. 800 zu 500, also 800 Rind, 500 Schwein, so um den Dreh rum, plus minus. Ich habe jetzt nicht genau geschaut, was drauf gestanden ist. Und da tun wir unser oder ein Zartar-Gewürz rein, afrikanische Spezialität. Habe ich geschenkt bekommen vom Professor. Ich probiere das jetzt heute einfach mal aus.
Da tun wir jetzt nicht allzu viel rein, nur ein bisschen. Und hinterher, wenn das Fleisch gebrutzelt ist, nochmal ein bisschen was drüber. Gut, knete ich jetzt gleich durch. Frühlingszwiebeln, die werden wir so in einmal halbieren und in Längsstreifen schneiden. Kohlrabis, die werden wir auch stiften. Zuckererbsen und Bohnen. Ja, das ist dann unser frisches Gemüse. Werden wir jetzt alles klein schneiden und dann sehen wir uns eigentlich schon draußen an der Feuerplatte. Halt, da drüben habe ich noch was. Und zwar ein Schmand. Wie ich das mit dem mache, der kommt natürlich nicht auf die Feuerplatte. Das zeige ich euch dann. Die wichtige Zutat habe ich jetzt noch vergessen. Möhrchen, zwecks der Farbe und dem Leckersein.